Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen technischen Marktausblick. Wir wollen uns in diesem Video die kommende Woche anschauen, wollen uns auf mögliche Chancen vorbereiten und einfach mal schauen, was die technische Sicht auf die verschiedenen Märkte mit sich bringt, damit wir möglicherweise die eine oder andere Richtung frühzeitig erkennen können, um von diesen Szenarien dann zu profitieren. Mein Name ist wie immer Trading Dom, so wurde ich nicht geboren. Mein Name ist Dominik. Auf Instagram Trading Dom und ich freue mich extrem, wenn du diesen Kanal hier unterstützt. Für dich ist es vielleicht nur ein kleiner Like oder ein Kommentar, vielleicht sogar ein Abonnement, was dich wenige Sekunden kostet, aber für mich bringt das eine ganze, ganze Menge, weil ich sehe, das kommt an, das hilft diesem Kanal zu wachsen und das schätze ich wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Was geht im DAX auf Wochenbasis? Wir sehen, wir haben jetzt 2 Wochen hintereinander kein neues Hoch bekommen, beziehungsweise besser formuliert, wir haben diese Woche nicht das Hoch der letzten Woche angetestet. Was bedeutet, wir haben kurz vorher die Kehrtwende gemacht und das bringt einfach gerade schon so ein bisschen diesen Eindruck mit sich, vielleicht nimmt das Momentum etwas ab. Price Action technisch sind wir in einem sehr, sehr spannenden Bereich, nämlich wir sind in einem Bereich, wo der Markt schon mal Widerstand bekommen hat, der dann wirklich zu einem deutlichen Abverkauf geführt hat. Klar, ja, das bedeutet nicht, dass es in der Zukunft ebenfalls so sein muss, aber auch hier kann dich natürlich so eine, ich sag mal, so ein Hirngespinst bilden, dass wir so eine Art Schulterkopf-Schulter hier bekommen, bevor wir den Breakout ins neue Hoch machen. Möglich wäre es, wir haben im gestrigen Video vor allem auch über die fundamentale Sichtweise gesprochen, dass der DAX möglicherweise einfach gerade da nicht hingehört, aber eben die Börse ist nicht Wirtschaft und das ist immer allen voranzustellen. Wenn wir uns mal anschauen, auf welchem Preisbereich wir diese Woche geschlossen haben, dann sehen wir, Börse ist manchmal gar nicht so zufällig. Wir haben hier auf diesem Eröffnungskurs quasi, der sich gebildet hat, genau da geschlossen. Wir haben ebenfalls danach zweimal die Liquidität angetestet, genau wie wir hier, dann beim dritten Mal das Level nochmal angetestet, bevor es dann nach unten geht. Das heißt also, rein nach diesem Ermessen würden wir erstmal eine etwas bearische Sicht vermuten. Die Wochenbasis gibt meistens, beziehungsweise die großen Zeiteinheiten, viel eher gesagt, die geben meistens so eine Art Bestätigung für den Markt. Die großen Zeiteinheiten enthalten alle Zyklen der kleinen Zeiteinheiten, weswegen du, um eine mögliche Richtung zu erkennen, beziehungsweise um dich auf eine mögliche Richtung vorzubereiten, du häufig in den größeren Zeiteinheiten mehr Bestätigung als in kleineren Zeiteinheiten bekommst. Dafür kriegst du auf den kleineren Zeiteinheiten bessere Einstiege in aller Regel, beziehungsweise definiertere Einstiege, weil du damit das Risiko etwas besser managen kannst. Und das ist der Grund, warum wir häufig erst mit der großen Zeiteinheit anfangen, bevor wir dann in die kleinere gehen. Das werden wir jetzt auch machen. Wir sehen, die Wochenbasis gibt uns so ein bisschen, ich sag mal, bearische Tendenzen mit sich. Auf Tagesbasis ist das eher nicht so der Fall. Wir haben hier eine bullische Akkumulation, sehen, dass sich die Schlusspreise durchgehend erhöht haben, außer hier, da ging es kurz ein bisschen nach unten, aber Liquiditätsuntergriff und dann ging es in der Folge nach oben, also das erinnert tatsächlich eher an so ein Konstrukt hier, wobei wir zwischendurch hier die Liquidität abgegriffen haben und das hat hier gefehlt. Das heißt also, Tagesbasis würde ich mit einem leichten bullischen Charakter dann auch hier bezeichnen, aber trotzdem, auch da ist nicht mehr die allzu große Kraft vorhanden. Wir können mal hier in den Sentiment-Indikator schauen und da sehen wir, es sind tatsächlich nur noch 53% der Kunden long, also 47% sind in Anführungsstrichen nur noch short und das ist sehr, sehr spannend. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran, dass wir vor einer Woche noch über 80% short waren. Da sehen wir, da wurden wahrscheinlich viele, viele, viele gegrillt. Hier oben der Hinweis, 79% der Kleinanleger konnten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Es liegt nicht nur am Anbieter, es liegt einfach am Trading-Wissen bzw. am Retailer-Verständnis der Märkte. Wir gehen mal runter in die kleineren Zeiteinheiten, da sehen wir, auch hier haben wir eigentlich weiterhin diese bullische Akkumulation und was wir ebenfalls sehen, wir haben hier unten diese Price-Action bekommen, die uns die Liquidität abgegriffen hat. Am Freitag ging es ebenfalls durch diesen kleinen Abverkaufstag hier nach unten. Auf Stundenbasis sehen wir, dass wir dieses Tief hier angetestet haben und darunter die Liquidität abgegriffen haben. Wir haben hier unten die Liquidität abgegriffen und das bringt für uns auch immer die Frage mit, wir müssen sie irgendwo hinterlassen. Und jetzt haben wir in diesem Fall, wenn wir uns das mal etwas aufgeräumt ansehen, haben wir bereits schon eine Price-Action-Grenze, einen Ankerpunkt geliefert und das ist dieser hier.
Das heißt also, wir kriegen jetzt hier schon eine kleine Entscheidung auf Stundenbasis, ob wir morgen, wenn wir tatsächlich hier deutlich nach unten auch starten, dass wir zumindest erstmal in diesen Umverteilungsbereich der 15.375 bis zu den 15.4 kommen. Das heißt, hier unten irgendwo wäre der große Zielbereich für einen ersten Short-Versuch, der das Ganze mit sich bringen könnte, dass wir entsprechend dann auch uns bearish konsolidieren und falls das sich stabilisieren sollte, wir nach unten brechen und dann würden wir den großen Bereich hier um die 15.000 Punkte ansteuern, was einfach die nächste große Volumenzone dann auch ist. Ansonsten müssen wir auch ganz klar festhalten, dass wir jetzt hier so im Gesamtkonstrukt einmal hier einen kleinen Orderblock gebildet haben. Das heißt also, wir haben mit dieser Bewegung das Tief rausgenommen, die Hochs rausgenommen, dann mit einem tieferen Hoch den Abverkauf, Retest dieser Umverteilungszone in ein neues Tief. Spannend ist aber, das Tief hat diesem Liquiditätsabgriff gedient und war sehr, sehr sauber hier und in diese Unverteilungszone. Das heißt, wir sollten jetzt nicht einfach blindlings short gehen, sondern wir sollten vor allem schauen, wie sich der Preis in diesem Bereich hier verhält und wie sich der Preis in diesem Bereich hier verhält. Das ist die Price Action, die wir vor allem an diesen Ankerpunkten, an diesen Umkehrpunkten erwarten. Von daher aktuell von der großen Zeiteinheit in die kleine Zeiteinheit runter. Wir haben Short-Tendenzen, die aber nicht deutlich überwiegen, sondern wir haben gerade eher so einen tatsächlich sehr, sehr umkämpften Preisbereich, bei dem wir einfach den Montag vielleicht abwarten, um dann zu sehen, was die Amis mit sich bringen an Potenzial, wie sich das Ganze entwickeln kann. Wir gehen mal in den US-30 und der US-30, der hat einfach in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz so stark performt. Wir haben gesehen, der hat hier diese Woche neues Hoch gebildet, was aber dann auch sehr elegant wieder abverkauft wurde, was einfach zeigt, wir haben hier einmal, zweimal, dreimal die Liquidität oberhalb dieses Hochs, was wir bereits schon im August gebildet haben, abgeholt. Was würde das mit sich bringen? Wir müssen uns irgendwo entladen. Und das hier unten wäre diese Umverteilungszone. Das heißt, für diesen großen Move, falls wirklich dieser Bereich nicht halten sollte und falls wir tatsächlich rejected werden, dann würden wir hier erwarten, dass wir in den Bereich der 30.000 und vielleicht nochmal weiter nach unten gehen. Das wären 10% nach unten. Wie realistisch ist das? Naja, die Zukunft kann man nicht vorhersehen. Es gibt einige Tendenzen, die jetzt hier in meinen Augen immer so ein bisschen halt spielen, quasi sagen, das hier kann so eine Inverted SKS werden, also eine Schulter-Kopf-Schulter. Naja, hätte Fahrradkette, kann, muss aber nicht. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass auf Wochenbasis hier gerade eine deutliche Uneinigkeit herrscht. Tagesbasis, da haben wir diesen Umverteilungsbereich hier unten mehrfach angetestet, was einfach auch schon zeigt, wir kriegen hier zwar die höheren Tiefs, aber wenn das Ding hier bricht, dann würden wir erstmal erwarten, dass wir in die 31.000 zurückfallen und das bringt dann doch schon vor allem vom US-30 eher erstmal schwächere Perspektiven als starke Perspektiven mit für die Märkte. Der S&P 500, der performt schon ein bisschen schwächer, hat hier aufgrund der schwachen Märkte und aufgrund des Verfallstages, war ein kleiner Verfallstag am Freitag, mit einem Gap nach unten eröffnet und konnte das Gap nicht füllen. Aber auch hier haben wir quasi so eine Art Flagge, die sich bildet. Und eine Flagge in diesem bullischen Zusammenhang ist meistens ja auch eher bullisch. Aber wir sehen, da kommt gerade wenig Volumen rein. Dementsprechend auch hier nicht unbedingt so das Einfache zu erkennen, dass wir hier jetzt bullisch unterwegs sind, sondern wir müssen sagen, ja, wir sind hier drunter gestartet quasi, haben da unten nicht nur die Liquidität geholt, sondern eine kleine Umverteilung gezeigt. Wenn wir jetzt hier nicht oberhalb des Gaps schließen und da weit rauskommen, würden wir uns weiter eher auch short positionieren. Das heißt also, es könnte zumindest, ob es Zinssorgen sind, ob es Inflationssorgen sind, das Kind wird eh benannt, wie es passt. Wenn du das letzte Video gesehen hast, dann weißt du, was ich meine. Scheint aber trotzdem eher einen leichten Short-Charakter mit sich zu bringen. Wie sieht es mit Gold aus? Gold war sicherlich einer der großen Verlierer in den letzten Wochen. Wir haben uns hier unten an diesem Tief langsam stabilisiert und akkumuliert. Trotzdem, durch den Bruch dieses Tiefs sind wir in einer Short-Struktur und wir sehen, die hat sich eigentlich nahezu sauber auch weiter nach unten fortgesetzt. Auf der kleinen Zeiteinheit sind gerade genau der aktuelle Bereich 1840 bis 1845 US-Dollar pro Feinunze der spannendste Bereich. Ob wir hier sehen, können wir hier den Durchbruch schaffen, dann würden wir als nächstes bei den 1870 US-Dollar tanken. Aber wenn die Märkte schwach sind, spricht das natürlich auch eher für die Korrelation des schwachen Goldes, was dann eher auch short gerichtet ist. Von daher für Gold gerade auch eher die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns langsam aber sicher weiter nach unten bewegen. Deswegen Gold tatsächlich hier
eher im Short-Bereich. WTI, Western Texas Intermediate, sehe ich schon ein bisschen länger Short und das spielt sich langsam auch aus. Sehen hier mehrfach Liquidität abgegriffen, zeigt hier immer wieder diese Spikes nach unten, tieferes Hoch und hier nochmal diese Umverteilungsbereiche angetestet. Also WTI ist auf jeden Fall deutlich Short und da würde ich jetzt auch mich etwas weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn entsprechend auch die Indizes und Gold schwach performen, dann hat das eben meistens Konsequenzen für die ganzen Commodities und dann kann es hier auch erstmal schon ein bisschen schneller nach unten gehen. Wie sieht es aus mit dem US-Dollar? Der bewegt sich natürlich antikorrelativ zu den gesamten Geschichten und da ist es nicht weniger spannend, weil wir von diesem Hoch aus ein neues Tief gebildet bekommen haben. Und das Tief lag unterhalb dieses Tiefs hier. Wenn wir aber auch sehen, ja, sollten wir das Gap mal mit zwei Augen zu betrachten, kann das hier grob als Liquiditätsuntergriff gedient haben, ja, mit zwei Augen zugedrückt. Und dann sehen wir haben hier die Abwärtsstruktur gebrochen. Das hier ist die bullische Konsolidierung. Hier haben wir eine bearische Price Action am Freitag bekommen, die starke Erholung, wir erinnern uns. Aber wir gehen jetzt mal direkt runter auf H1. Da sehen wir, die Struktur ist enorm bullisch. Würde bedeuten, wir würden erwarten, dass wir irgendwo vielleicht hier in dem Bereich 103,2 irgendwo in diesem Bereich uns langsam aber sicher akkumulieren und dann das neue Hoch zu machen. Also aktuell, selbst mit dieser Umverteilung, scheint es für den US-Dollar doch etwas bullischer erstmal zu sein. Und das erste große Ziel ist dann der Schenkel, von dem hier oben umverteilt wurde, die 105 Punkte. Und da sind wir schon fast wieder bei 2%. Wenn wir über den US-Dollar sprechen, ist der Euro-US-Dollar meistens nicht weit weg. Ich würde Vorsicht ganz klar aussprechen gegenüber solchen dynamischen Trendlinien. Wir haben häufiger auf diesem Kanal in den Videos darüber gesprochen. Das wirkt quasi so, als wenn wir jetzt erstmal die Struktur gebrochen haben. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass wir eigentlich gerade eine relativ saubere Abwärtsstruktur bilden, die sich hier unten die Liquidität gefischt hat. Und möglicherweise, nachdem wir oberhalb der Hochs mit der inneren Liquidität hier uns die Liquidität aufgebaut haben, was dann wirklich dazu führen kann, dass wir uns damit in unseren neuen Short Trade bewegen. Also der Euro-US-Dollar, der ist gerade sehr, sehr sauber wieder in einem Short-Unterfangen beziehungsweise auf einem absteigenden Ast, würde dann auch sehr, sehr schön dazu passen, dass der US-Dollar eher etwas bullisch ist und der GBP, der korreliert sehr positiv mit dem Euro und hier sehen wir Ähnliches. Wir können vermuten, dass wir vielleicht nochmal durch einen Liquiditätshand in den Indizes, dass wir hier nochmal einen etwas schwächeren US-Dollar und einen etwas stärkeren Euro und GBP anfangs der Woche erwarten. Würde sich dann aber widerspiegeln, dass wir zum Ende der Woche hin möglicherweise wieder diesen Trend aufnehmen, weil hier sehen wir diese Spikes, die sprechen eigentlich für sich. Das große Volumen, das ist schon ziemlich short gerichtet. Wie sieht es mit dem JPY aus? Der JPY-Index, der hatte ebenfalls zu kämpfen, immer wieder kleine Erholungsversuche gezeigt. Wir haben jetzt hier am Freitag die Liquidität abgeholt und sind da weiter quasi noch ein bisschen zurückgeworfen worden. Trotzdem auch hier, der JPY hat erstmal das Ziel, weiter auf die 821 Punkte zu kommen. Hier unten in der Umverteilungszone, bevor wir dann wieder langsam aber sicher in dieses Marktschwergewicht hier oben reinkommen. Das heißt also, der JPY, den würden wir gerade aktuell noch für die kommenden Tage eher etwas short sehen, was dann für den australischen Dollar JPY, CAD JPY, CHF JPY dann zumindest erstmal leichte bullische Tendenzen mit sich bringen kann. Aber auch da, ja, es kann Sinn machen, sich aus den verschiedenen JPY-Märkten ein, zwei herauszunehmen, die für dich einfach die größte Wahrscheinlichkeit mit sich bringen. Ansonsten, der australische Dollar, der ist gerade eher auch schon wieder in so einer kleinen Schwächephase gefangen, hat sich hier die Hochs abgeholt und wir sehen, im Großen und Ganzen sind wir enorm in einem Abwärtstrend. Australischer Schweizer Franken ist definitiv short gerichtet. Der australische Dollar, kanadische Dollar ist nach diesem Liquiditätsabgriff hier oben ebenfalls deutlich short gerichtet. Also für den australischen Dollar würden wir tatsächlich eher ein Short-Szenario dann auch wählen. Wenn auch er gegen den New Zealand Dollar noch ein bisschen besser ist. Und der New Zealand Dollar sehen wir, der ist einfach noch schwächer gegen die Kontrahenten unterwegs. Weswegen aber auch hier die Devise lautet, der New Zealand Dollar, den würden wir wahrscheinlich eher sogar ein bisschen short sehen. Wie sieht es mit Bitcoin und Co. aus? Die konnten etwas tanken und jetzt zum Sonntagabend hin geht es hier auch leicht wieder nach oben.
greifen erstmal wieder diese Hochs an und das sieht eben entsprechend auch nach einer recht bullischen Akkumulation aus. Haben hier gesehen, konnten uns sehr, sehr schön hier gerade in den letzten 10, 15 Minuten nochmal nach oben bewegen. Müssen schauen, ob wir es schaffen, oberhalb dieser Grenze der 25.000 dann auch zu schließen. Ansonsten ziehen wir uns hier Liquidität und müssen schauen, ob die Korrelation tatsächlich sich so widerspiegelt, wie wir es dann auch erwarten würden, nämlich schwache Märkte, schwache Kryptowährungen. Aber morgen jetzt erstmal aufgrund des geschlossenen US-Marktes erstmal ein bisschen Piano. Wir würden dann in den kommenden Tagen nochmal gemeinsam in die Märkte gehen und schauen, was wir hier für potenzielle Chancen erkennen. Und dann werden wir sicherlich auch das ein oder andere Setup gemeinsam finden. Und das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Viel Disziplin und viel Geduld für die kommende Handelswoche. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.